Hallo, lineare Gleichungen sind ein sehr wichtiges Thema und gerade am Anfang ist es vielleicht noch ein bisschen schwierig. Deswegen habe ich euch mal fünf Übungsaufgaben zusammengestellt und zeige euch, wie man die lösen kann. Zielgruppe sind halt die Leute, die schon ein bisschen was davon gehört haben, aber noch etwas unsicher sind und mal sehen wollen, wie das gemacht wird. Ja, ich quatsche auch gar nicht so lange, sondern lege einfach mal los und schreibe mal hier die erste Aufgabe ab. 7x plus 5 ist gleich 40. Das Erste, was ich mache, ich ziehe auf beiden Seiten 5 ab, damit der Zahlenwert auf der linken Seite verschwindet. Aber ich muss es halt auf beiden Seiten machen, sonst geht das nicht, ne? Dann bleibt da stehen, 7x, die 5 ist auf der linken Seite weg und auf der rechten steht 35. Wenn kein Rechenzeichen dazwischen steht, dann heißt das mal. Also 7x ist dasselbe wie 7 mal x und man muss immer dann beim Umformen den Umkehrungsschritt machen. Das heißt, wenn da steht mal, muss ich teilen. Das heißt, ich teile beide Seiten durch 7 und dann habe ich auch schön die Lösung, x ist gleich 5. Es kann jetzt sein, dass die Lösungsmenge gesucht ist, dann muss ich halt noch hinschreiben L gleich Menge aus 5 und kann dann schon gleich zur nächsten Aufgabe gehen. Die ist jetzt ein bisschen schwieriger gewählt. Da ist jetzt nämlich ein Bruch drin und eine Kommazahl. Oh, wie gemein. 5t minus 1 Fünftel gleich 2,8. Jetzt kann ich mir aussuchen, ob ich lieber mit Brüchen rechne oder lieber mit Kommazahlen. Hier nehme ich mal, was weiß ich, die Kommazahlen. Ein Fünftel ist dasselbe wie 2 Zehntel und 2 Zehntel ist 0,2, also 5t minus 0,2 ist gleich 2,8. Gleiches Spiel wie vorher, da steht minus 0,2 auf der einen Seite. Um das wegzukriegen, rechne ich auf beiden Seiten plus 0,2. Es bleibt stehen, 5t ist gleich 3. Und das 5t ist als 5 mal t zu sehen, das heißt, ich teile durch 5, 3 geteilt durch 5, okay, das kann ich schön als Bruch schreiben, ist schlicht und ergreifend 3 Fünftel. Für die Leute, die Kommazahlen lieber mögen, kann ich es auch nochmal umformen. 3 Fünftel ist dasselbe wie 6 Zehntel und 6 Zehntel ist 0,6. Und dann kommt noch die Lösungsmenge darunter. Also Lösungsmenge ist die Menge aus 3 Fünftel. Aufgabe C. 7 minus 2x minus 2 gleich 5 mal in Klammern 2x plus 1 minus 12x. So, jetzt kann ich, bevor ich die Gleichungsform mache, erstmal eine Termumform machen. Das heißt, ich kann die linke Seite ein bisschen zusammenfassen, und zwar die reinen Zahlenwerte. Das heißt, ich muss ein bisschen aufpassen, das Rechenzeichen gehört immer dazu. Steht 7 und der andere reine Zahlenwert ist minus 2. Ob ich jetzt rechne plus minus 2 oder rechne minus plus 2 ist das gleiche. Aber ich kann das so zusammenfassen und die minus 2x bleibt eben auch als Einheit stehen. Das heißt, 7 minus 2, das ist 5 und minus 2x lasse ich stehen. Dann multipliziere ich die Klammer aus und Klammern ausmultiplizieren funktioniert so: Der Ausdruck vor der Klammer muss multipliziert werden mit allen Ausdrücken in der Klammer. Hier konkret 5 mal 2x, das ist 10x, plus 5 mal 1, das ist 5. Die minus 12x darf ich nicht vergessen, schreibe ich also nochmal hinten dran. Jetzt kann ich das gleiche Spiel auf der rechten Seite nochmal machen. Ich gucke mal alle Ausdrücke mit x, das sind die 10x und die minus 12x und die plus 5 als Zahlenwert bleiben stehen. Das heißt, das meiste muss ich nochmal hinschreiben. Auf der linken Seite passiert sowieso nichts, also 5 minus 2x. Und auf der rechten Seite rechne ich 10x minus 12x, das ist minus 2x und die plus 5 bleiben stehen. Ich mute euch jetzt einfach mal zu, dass ich zwei Schritte auf einmal mache. Und zwar ziehe ich auf beiden Seiten 5 ab, damit ich die 5 auf der linken Seite wegkriege. Und ich rechne auf beiden Seiten plus 2x, damit ich die minus 2x auf der linken Seite wegkriege. Und dann entsteht was Komisches. Denn auf der linken Seite kommt nur noch 0 raus und auf der rechten auch. Das heißt, da steht am Ende 0 gleich 0. Was machen wir damit? Ja, man kann im Prinzip alles einsetzen. Es ist immer richtig. 0 gleich 0 stimmt. Ohne Frage. Das heißt, egal welche Zeichen ich einsetze, es kommt was Richtiges raus. Und das kann ich so als Lösung hinschreiben. Die Lösungsmenge ist Q mit so einem Strich drin. Das ist, ich schreibe es mal dazu als Erklärung, die Menge der rationalen Zahlen. Das ist wahrscheinlich euer Stand der Dinge, die ihr gerade kennt. Sprich, die Zahlen, die ihr gerade im Moment alle kennt. Sprich, alle Lösungen. So. Aufgabe D. 3 mal in Klammern 3x minus 4 gleich 2 mal in Klammern x minus 6. Das Spiel mit den Klammern kennt ihr jetzt schon. Das heißt, ich mache erstmal wieder Termumformung und rechne das aus. 3 mal 3x ist 9x. 3 mal minus 4, aufpassen, das Vorzeichen nicht vergessen, ist minus 12. Und auf der rechten Seite 2 mal x ist 2x. Und 2 mal minus 6 ist minus 12. Dann würde ich die Zahl auf der linken Seite wegkriegen, rechne also plus 12. Und es bleibt dort stehen, 9x gleich 2x.
Das ist jetzt ein bisschen komisch. Was kann das sein? Ich rechne einfach mal ein bisschen weiter. Das heißt, ich rechne erstmal minus 2x und dann steht da 7x ist gleich 0. Und zu guter Letzt teile ich durch den Vorfaktor, geteilt durch 7. Und dann habe ich auch die Lösung gefunden. X ist 0. Und das stimmt auch zu der Lösung, da, also zu der Zeile zweimal darüber. Wenn ihr mich genau hinguckt, da steht 9x gleich 2x. Und wenn ich 0 einsetze, 9 mal 0 ist 0, 2 mal 0 ist auch 0. Dann stimmt es also. Das heißt, meine Lösung ist die Lösungsmenge, ist die Menge mit der Zahl 0 da drin. Letzte Aufgabe. E. 5 mal 1 minus x gleich minus 8 mal x plus 1. Jetzt habe ich gerade ein Platzproblem. Man muss sich das mal ein bisschen nach links verschieben, damit ich schreiben kann. Plus 3x, jetzt passt es hin und dann kann ich eine Thermoformel machen. Ich mache mal noch so einen grünen Strich hier, damit man das von der anderen Aufgabe gut trennen kann und nicht durcheinander kommt. Und dann wieder das Spiel. Klammern ausmultiplizieren. 5 mal 1 ist 5. 5 mal minus x ist minus 5x. Minus 8 mal x ist minus 8x. Minus 8 mal 1 ist minus 8. Plus 3x einfach übernehmen. Und jetzt kann ich wieder die Terme zusammenfassen, nämlich die minus 8x und die plus 3x. Das heißt, ich mache nochmal eine Termumformung, schreibe alles, was ich nicht ändere, wieder hin. Also 5 minus 5x. Jetzt rechne ich zusammen. Minus 8x plus 3x, das sind minus 5x. Und der Zahlenwert minus 8 bleibt stehen. Gut. Dann der nächste Schritt, der besteht darin, dass ich einfach mal plus 5x rechne, um das auf der rechten Seite wegzukriegen. Allerdings verschwindet es auch auf der linken Seite, denn da steht auch minus 5. Okay, dann steht da nur noch 5 auf der linken Seite und minus 8 auf der rechten Seite. Das ist falsch, das stimmt nicht. 5 gleich minus 8 kann nicht sein. Was habe ich für x eingesetzt? Noch gar nichts. Im Prinzip egal, was auch immer ich einsetze, es ist immer das hier und das ist immer falsch. Sprich, es gibt keine Zahl, die ich einsetzen kann. Meine Lösungsmenge ist leer. Und das schreibe ich auch hin. L gleich Mengenklammer auf und Mengenklammer gleich wieder zu und fertig. Ja, achtet auf den Unterschied zur Aufgabe D. In der Aufgabe D ist die Lösungsmenge nicht leer, sondern da ist eine Zahl drin, nämlich die 0. Hier ist jetzt die Lösungsmenge komplett leer und damit habe ich 5 Aufgaben gelöst. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und ihr könnt die nächsten Aufgaben selber gut schaffen. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und viel Erfolg. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.